Gott sien nieet, Volk op Erden nummer 22. Gün Redner is Johan Dyck. Van deur wou ik met het wichtige thema van de 10 gebouten wiedergonen. Ik wil besonders over de nächste 3 gebouten reden. Du sollst deine Eltern ehren, du sollst nicht Menschen dort merken, und du sollst nicht die Eier brechen. Wann uns die Gebauten noch sehr bekannt sind, tjabi doch noch einmal viel daraus lehren. Wir wollen dann zunächst die zweite Gesatztofel betrachten, wo die letzte Satz gebauten haft. Diese Gebauten handeln alle mit dem Verhältnis zwischen den Menschen. Das fünfte Gebot sagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, dort deine dir lang verholen auf das Land, wo der Herr den Gott die jaft. Das Gebot ist besonders ohne Kinder gerecht. Eine Gesellschaft, wo die Kinder ihre Eltern nicht ehren, kann nicht sehr lang bestohnen. Dort die Kinder ihre Eltern ehren, kommt nicht von selbst. Das meiste hängt davon auf, wo die Eltern die Kinder abtragen. In so einer Familie, wo die Kinder dort sperren, dort die Eltern an Fehl rechnen, wird damit der Grund gelegt, dort die Kinder ihre Eltern auch ehren wollen. Dort werden können die Kinder auch noch streng abgebracht worden, aber wenn die Eltern ihr Leib veranbewiesen dönen, wird das ein sehr großer Eindruck zum Gauden merken. Wo aber eine Familie mal wenig Leib bewiesen wird und wo die Eltern ab die Kinder losbälchen und an für jeder kleine Ding schlonen, da ist wenig Hoffnung, wenn die Kinder erst groß sind, dort sie so eine Eltern ehren wollen. Viel mehr wollen sie ihre Eltern beschuldigen und wenig mit an Top kommen. Dort ist ungemein schuld, aber die Schuld dafür liegt meistens bei den Eltern, wo die Kinder ab diesen Weg abgebracht haben. Dorwein möchte ich hier besonders die junge Eltern anreden, die noch Kinder tüs haben. Dor sind ein paar Regeln, wat sehr neidig zu beachten sind, wann wir unsere Kinder dort abtragen, dort sie uns als Eltern ehren wollen. Das erste ist, dort wir versuchen, zu unsere Kinder ein gutes Verhältnis zu haben. Dort meint, dort wir uns Zeit nehmen, mit an zu reden, in an Dinge zu erklären. Ein kleines Kind haft wirken sehr viel früheren. Dort haft Gott an jeder Kind hineingelegt. Dort ist Gott sein Willen, dort die Kinder dadurch viel lehren. Wer sich Zeit nimmt, ihre Anschuldige früheren zu beantworten, der wird auch mit dem Kind ein feines Verhältnis abbühen. Das zweite ist, dort wie die Kinder so behandeln, als wie würden gleichen behandelt zu wollen. Ich hab dort beobachtet, dort in gewisse Familien die Eltern sich scheinbar gedreven feilen, immer weiter zu bewiesen, dort sei die Boss sein. Einst gefordert, reden überhaupt nicht vernünftig mit ihren Kindern. Einst mal ist dort bloß in Genoa. Wenn die Kinder dann anfangen zu rohren, dann lachen sie die üt oder bespossen die. Eins die Eltern leiben die einzige Weg, mit ihren anwesenden Kinder anzugehen, erst an Befehle zu geben und an ständig auszulärmen. Dort jeft auch sagt, dort die Vater oder die Mutter die Kinder ferken ausbergt und sehr hart bestraft. Eintes sei ja klar, wo die Kinder nur so ein Master, was ich groß beschrieben habe, abgebracht sein worden, da erst mal wenig Hoffnung, dort die Kinder, wann sie erst groß sind, ihre Eltern ehren wollen. Viel eher sieht einer dann, dass die Kinder dann nur Hut ab ihre Eltern entwickeln, und wo sie mit ihr dann lauter sehr wenig zu daunen haben. Was noch viel schlimmer ist, ist, dass so eine Kinder ihre eigene Familie dann lauter sehr fürken krank so schlecht behandeln, als sie mal sind behandelt worden. Wann du als Vater und deine Kinder und vielleicht sogar an deine Früh, deine Wut utlatzt, in dich schleist, dann mag ich dir sagen, dass du eine sehr graute Gefahr stehst, dass du an deine Wut wat daunen kannst, wat dir ab immer wird leid sein. Du dort doch erkennen, dass du die zu Tiden nicht beherrschen kannst.
Go no din predia, en lot am für die beden, dat du doch von dem Sothunsinen bauen, mogst friegemerkt worden. De geratste halb für die is Jesus Christus. Bloos wann du dienen oia en dienen wort aus ne Sünde erchanst, en du die te am bekierst, kost du dann ab immer friegemerkt worden. Sei ek domert, dat wir unsere Kinder dann niemals bestrafen sollen? Nee, ab keinen Fall. Dort ist auch sehr neidig, dort unsere Kinder lehren zu helfen in Lothar zu arbeiten. Dort ist neidig, dort die Kinder lehren zu gehorchen. Aber wo einer dort tät, ist sehr unerscheidlich. Bestimmt ist das einzige Mal neidig, dort wie den Reimen brücken, aber die soll bloß aus dem letzten Mädel gebrückt worden. Beter ist, dort wie mit den Kinder vernünftig reden in Dingen. Wann dann einmal mat bestroft worden, dann jaftet auch noch andere Strophen als bloß de Stock. Meistens ist das wirkungsvoller, wann wir an dann in Fehrrecht wahrnehmen, wort anschein jet, oder sie mat ne Arbeit utrechten, wort an seier Schlacht jet. Bei all dem kann einer mit an in Verhältnis han, in mit an reden, in Gott meinend belehren. Dort rede es, dat wir unsere Kinder eine Zucht in Ermahnung vom Herrn abbringen, so es uns die Bibel dort lehrt. Dort meint, dat wir uns jeder Tag Zeit nehmen, die kleine Kinder die biblische Geschichten zu vertalen und an dort beten zu lehren. Du sagst vielleicht, dort riecht tau, wenn sie dort eine Schule lehren. Aber wo viel von so wat lehren sie eine Schule? Nicht sehr viel. Die beste Zeit, die Kinder die biblische Wahrheiten beizubringen, als eier sie saß jo alt sein. Hast du die allemal gefragt, wo du kämpft, dort die Juden so sehr taub holen und dort ihre Kinder meistens auch den jüdischen Glauben annehmen und sich waren mit Juden befreien? Dort liegt meistens daran, wo sie von ihren Eltern sind belehrt worden. Von jung ab wird an das Oude Testament gelehrt, in alles, wat mit den jüdischen Glauben taub hängt. Sei daunen, wat uns in der Bibel befohlen ist. In 5. Mose, Kapitel 11, 18 bis 21 steht so geschrieben. In je sollen diese meine Wieda, ob jüne Horten und ob jüne Seil leihen, in je sollen jüne Kinder die lehren, in dem je davon reden, wann du an den Hüß setzt, in wann du ab dem Weich jähst, in wann du die Hahn leichst, in wann du abstehst, in du sollst dir ohne Past von din Hüß in an din Haag schrieben, so dat dine Dörr in die Dörr von dine Kinder solenrig worden an dort lohnt, wat der Herr jene Vorders geschworen haft, anzujeven, so ist die Dörr vom Himmel ab Erden. Hast du gemerkt, dat diese Farsch dieselbe Versprechung geben aus dat 5. Gebot? Dort sie lang leben worden, und dort lohnt, wo der Herr anjaft. Wann wir dort abüzen, dort unsere Kinder uns an ihren holen, und dadurch in Gaudet in ein langes Leben haben können, dann fang von dir an, diese drei Punkten zu beachten. Weil wir niemals denken, dort es taugt, wenn unsere Kinder eine Schule in paar Bibelfars utwendig lehren. Dort ist auch lang nicht genug, wann sie bloß den Katechismus lehren, eier sie bei gemeint gönnen. Wir müssen jung anfangen, an Gott sein Wort vorzulesen und zu erklären. Dort allerwichtigste dabei ist, dort sie sich zu Jesus bekehren. Dann wird auch das ganze Verhältnis mit den Eltern besser sein, so dort es für eine kleine Frau wird sein, ob sie ihre Eltern ehren oder nicht. Dort saß die Gebot erst ganz kort. Du sollst nicht dort merken. Dit Gebot wird einst mal aus ein wahrer Spruch geseinen, wie's Gott hat Volk befohl, gewisse Völker so's die Amalekiter zu verdorben. Viele Bibelutleiher sahen dit Gebot red von Mord. Ein anderer wird, du sollst nicht morden. Wort hat aber zu allererst meint es, wir sollen nicht unschuldig Blut verjeiten. Wir sollen uns auch nicht an Menschen rachen, indem wir ihr Blut verjeiten. Blut verjeiten wird bloß unter gewisser Umstände teugeloten,
en dat weer, wann de haar dat uitdrücklich befohlen houd, oder wann dat passiert, während een mens zich weerd. Im Neuen Testament lehrt Jesus darüber, dat wie keinem schlachtet andaunen sollen. Wie sollen unsere Feind sogar live bewiesen. Dit lehrten auch unsere Verfoders von Menno Siemens an, dat wie leiber die Wehrlosigkeit wählen sollen. Und so ist dit eint von de Sonderlehren von den Mennoniten. Aber worum soll wie kein Menschenleben nehmen? Die Grund hängt mit dieser Wahrheit taub, dat alle Menschen an Gott sein Ebenbild gemerkt sind. Die Antwort ist an 1. Mose, Kapitel 9, Vers 6. Dort steht, wer Menschen Blut verjährt, dem sein Blut soll auch durch Menschen vergoten worden. Wils nur dem Bild Gottes haft he die Menschen gemerkt. Ich verstehe das so, dat wann ich würden Mensch mautwellenst doodmerken, dann würde ich durmert sagen, dis Mensch es wen ja aus an Gott sein Bild gemerkt, en es nicht wird, dort he lebt. Doren sieh ich dann Gott sein Wort je in Eva angehorsam, aber nicht bloß dort. Ich erhebe mi dadurch Eva Gott seine Erschaffung in veracht Gott sein Bild an diesen Mensch. In dem Sinn, do ich erst je in Gott, in dann je in diesen Mensch sinnen. Die Folge davon ist, dort uns Blut dann auch vergoten worden wird. Wofür kann es das nicht all die Folge warst, dat Sohne, wot mit Mord in Schriejerie umgonen, auch ferken ab den selben Weg te Dode kommen. Aber wot kann einer te Sohne sein, wot dat all gedonen han? Vielleicht hörst du von dir no mi, und du hast Menschenblut ab din Gewissen. Es für die dann keine Vergebung? Die Bibel sagt, so wie unsere Sünden bekannen, so es he trü und gerecht, dort er uns die Sünden verjaft und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn du von harten Büße däst und du willig bist, dort tote Stonen wird immer die Fallen seine worden, dann wird der Herr die verjeven. Denk mal um Apostel Paulus, wo viel Menschen Heilheit anbringen. Aber Gott wie am auch gnädig, und dann kann er mit Frieden sein, dass seine Sünden alle verjeft werden. Dort kannst du auch erleben, wann du die den Herrn Jesus ganz hanjafst. Hei will dein Leben nie merken. Aber während wie bi dit gebaut sind, denk ich an ein Vers an 1. Johannes 3, Vers 15. Dort steht, wer sein Bruder hasst, der ist ein Mörder. Dort Neue Testament nimmt diese Wahrheit im 6. Gebaut noch viel wieder. Dort wird die Wartel angepackt, wat allen Mord verursachen deed. Dat is die hoot in de oeien even andere Menschen. De Bibel leert, dat wann ik op mijn Bruder oder mijn Metmensch ne hoot heb, dan heb ik hem en mijn hoot al doodgeschleuren. En Gott zit die Sache ook zo. Door wein is het ook zo gefährlich, wann wir uns met ne oeierliche Einstellung rumdrehen. Gott will uns ne Leiftolie, verjevende Natur geben, kragt so es Jesus de Hod. Bloß Sohne, wot sich zu Jesus bekehren, und sich von ihm nieet Leben schenken loten, sind am Stand, dort saßte Gebot so zu holen, als Gott dort gefällt. Dort 7. Gebot sagt, du sollst de Eie nicht brechen. Dit meint, wie sollen unseren Partner eine Eie trü sein. Dit is een gebod wat de eie in de familie bewaren zal. Dit is aber ook een gebod wat van de eerste dag verken gebroken wordt. Vele mensen, besonders mannen wat niet bekeerd zijn, je leven dat schot nicht. Eerstens is dat voor God een grote zind, wils dat een uitdrukkelijke ongehoorzaam je in God is. De tweede grond is, wils eiebruch grootet onheil onrechten deit. Dat verhältnis tussen die en dienen eiepartner jet door derch ene grond, sogar wann du dat ook lang versterken kost. Aber ab sei lang jet dat nicht stel te holen. Gott zit je dat sowieso. Wann dien eiepartner dat ook nicht weit,
is dat onmöglich für die, am oder ar oprechtig leif te bewiesen, wiels dien Gewissen dort nicht tolat. Manner denken sich verken wenig dabei, wann sie nur de Grautstadt fahren und door met ne fremde Frau verkehren. Dit is aber viel gefährlicher, als einer sich dort groß zu denken würd. Wann ein Ehepartner antrü wird und jäht in Haft Geschlechtsverkehr mit einem anderen Partner, dann passiert da wort, wat wie gar nicht furz anworden. Wie waren du durch unsere Gefeile mit dieser Person verbunden? Aber wie han schein recht, mit dieser Person verbunden zu sein? Aus Folge sind wir nun mit zwei Menschen verbunden, mit einer Kette, wat einer nicht rot so leicht brechen kann. Gott hat den Geschlechtsverkehr zwischen einem Mann und seiner Frau angeführt, aus ne scheine Gov, wat an Deiper verbindet, aus irgendein anderes Verhältnis. Dort meinte Herr Jesus, als er seht, dort werden wird ein Mann Vater und Mutter verloten und wird sich mit seiner Frau verbinden, und die zwei wollen ein Fleisch worden. Matthäus 9,5. Wenn einer dort über Bütre eier deit, verbindet dit Verhältnis uns danach, aber zum falschen Partner. Verken erst diese Gebungenheit viel stärker als zu unseren rechten Partner. Ein dritter Grund, warum Ehebruch so gefährlich ist, wie es einer sich dadurch eine sehr beise Krankheit abschlappen kann. Die schlimmste Krankheit von dir ist AIDS. Diese Krankheit ist unheilbar und in alle Länder verspreit. Gewöhnlich kommt die Tod langsam, wenn er mehrere Jahre. Wer AIDS hat, muss davon schließlich sterben. Viele so eine fremde Frühs, wo sich auf ein Gas rumdrieben, haben die Krankheit all. Durch die wurden untrühe Männer dann angesteckt. Wenn sie dann wieder tüß sind, dann stecken sie ihre Arschulde Frühs auch damit an. In Afrika sterben jeder Jahr Millionen Menschen, auch Arschulde Kinder, von AIDS. In all dort kommt meistens von Ehebruch in Hurerie, wo die Älteren gedreven haben. Sogar in Paraguay, in Bolivien, nimmt diese Geschlechtskrankheit sehr tau. Wer mit einer fremde Frau haft Geschlechtsverkehr gehabt, soll sich unbedingt vom Doktor testen lassen, auf Hayuk von AIDS es angesteckt. In vierter Grund, warum Ehebruch so schädlich ist, es wills dadurch Familien verreten worden. Die Kinder kommen dadurch ganz durcheinander. So ein Vorbild von den Eltern ist ungemein schlecht, wills Kinder sehr wohl weiten, was da los ist. Vielleicht donen so eine Kinder ihre Eltern dort kriegt so nah, wenn sie erst groß sind. Vielleicht bist du ganz arruig geworden, wills du weißt, du bist an diesem schuldig. Erst doch für die, in deine Eier keine Hoffnung mehr? An Jesus Christus ist immer Hoffnung, aber wir müssen seine Bedingung erfüllen. Erstens müssen wir uns leisen von dort, was uns von Jesus zurückhält. Wenn du innerlich an eine andere Frau oder einen anderen Mann gebungen bist, dann musst du dir euer gesundes Verhältnis abgeben. Bekenn dort dem Herrn und deinen rechten Ehepartner aus einer Sünde, in Bad um Verzeihung. Der Herr verjaft auch diese Sünd und reinigt uns Gewissen. Wenn du dort bat nu noch nicht gedonen hast, dann bad den Herrn Jesus, dort hei an din Leben in Anchamt, in die Ton Gottes chent merkt. Hei wort dat donen, wenn du am ernstlich dort am Baden däst. Die Folgen von Ehebruch sind aber nicht so leicht utelaschen. Wann die Herr uns auch alle Sünden verjaft, wann wir Büße daunen, die Folgen von uns frühjorschet Leben, mat wir über Ferken noch lang drehen. Vielleicht wird deine Frau oder dein Mann dort sehr schwer fingen, die voll und ganz zu vertrühen. Dort ist auch zu verstohnen. Hier wirst du dann matten viel Geduld haben, in deinen Partner sind vertrühen, frisch verdienen. Aber dort ist die Preis, wird einer tollen mat, wann einer an diesem es untrüh geworden. Du hast aber noch ein Gedanken über das siebente Gebot, wat wir nicht büter acht loten sollen.
Dort sind die Wied von Jesus in Matthäus 5, 28, wo er sagt, Ich übersah jü, wer ein Frühmensch dorab ancheckt, dort he er haben mocht, haft bi sich am Hort, all mit er de Eie gebrüken. Hier wiest Jesus uns die deipere Meinung von dit Gebaut. Dort is nicht genug, wann wir dat Gebaut bloß von Büten holen, ob er innerlich in unsere Horten breken. Wo ferken champt dat nicht fair, besonders bi einst Gemana, dort sie ewa andre frühes, seier schlachte en drake je Gedanken führen. Diese Sort Gedanken sind ferken, die erste Staub, wat uns langsam dohan bringt, dort wie diese Gedanken dann auch in Wirklichkeit utführen. Diese Gedanken sind kracht so as Hunger je Schwein, wat wellen gefodert sind. Ferken wurden diese Gedanken der Schund je Bietja in schlachte Bilder gefodert. Je ferkner ein Mensch sich mit so ne ungesunde Gedanken beschäftigt, je störcher wurden die. Wo kommen so ne Gedanken wohl her? Die Bibel sagt, die kommen üten unbekehrtet in ein ungehorsamet Hort. In Matthäus 15, 19 sagt Jesus, die böse Gedanken, die zum Mord, Eiebruch, Hurerie, Stehlen, falsche Geteignis, in Gotteslästige Reden führen, kommen üten Horten. Ein unbekehrtet Hort kann gar nicht anders. Jesus muss uns ein nieet Hort schenken, wo seine Gedanken denken kann. Wenn du diesen Trouble hast, dann bett am doch dein Hort zu reinigen, in die nähe gaude Gedanken zu geben. Wat unbedingt neidig ist, ist dort wie alle Schundbiertje verbrennen, in leiver unsere Gedanken mit Gott sein Wort, die Bibel abfällen. Der Psalmist sagt, Dein Wort hab ich in mein Hort behaulen, dort ich nicht je in die Sinnen dau, weil wir dort doch alle daunen. Zum Schluss wollen wir nu noch beten. Lieber Herr, wie kommen wir nur die in Danken, dass du uns dein Wort gejeft hast. Du hast uns deine Tieren gebauten gejeft, dort wie weiten, wat gaut in wat schlacht es. Ich danke dir, dass Jesus gekommen ist, um uns zu raden, wils wie diese gebauten nicht so holen können, so as du dort verlangst. Ich danke dir für diese Vergebung, in der Möglichkeit, dass wir durch deinen Heiligen Geist so leben können, als dir das gefällt. Amen. Ich wünsche dir alle eine gute Welt. Auf Wiedersehen.